Hallihallo, Hallöchen, da sind wir wieder mit Armor 3 Contact. Ja. Das letzte Mal wurden wir umgebracht von, Dinges, so einem selbstlaufenden Teil, was mich fertig machen wollte. War, sehr unglücklich. Sehr unglücklich und ich musste wieder von vorne anfangen. Und ich musste zur Familienbesprechung. Naja. Dieses Mal gehen wir raus. Gehen hin. Scannen das Scheißding. Senden Noise. 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 Und schalten das Schloch aus. Abgesehen davon, dass ich den fucking Heli nicht abhaben bekommen will. Komm, fang an zu rauchen. Wunderbar. Und weißt du nur, was? Weil du so toll mitgespielt hast, gehe ich jetzt hin. Oh, habe ich die gar nicht dabei? Ah, ich habe sie abgelegt. Sollten theoretisch alle drei Reifen platt sein. Okay, ich versteck eventuell mal meine Waffe wieder nicht, dass das Ding noch denkt, ich will es angreifen und jagt mich in die Luft. Das wäre sehr unglücklich. Ah. Das Ärgerliche dabei wird wieder, wenn ich jetzt in die nächste Szene gehe oder ins nächste Teil, dann verliere ich wieder meine geile Waffe. Das ist so ätzend. Jetzt habe ich einen Silencer dafür gefunden. Ich habe eine coole Waffe, einen Silencer, ein gutes Scope. Nächsten Bereich oder nächsten Abschnitt der Geschichte. Nisch. Nisch mehr davon. Abgesehen davon darf ich jetzt hier noch welche töten. Würde dann fahren bis hierher. Und dann doch wieder meine Waffe raus. Thermal Vision. Mach mich. Ist das Mondlicht? Okay. Komisch, warum sehe ich da oben Licht? Irgendein Widerschein sein von irgendwas. Warte, bin ich noch nicht da? Oder sind die Jungs noch nicht da? Komisch. Oder vielleicht kommen sie auch diesmal gar nicht. Kann sein, weil ich das Ding ausgeschaltet habe. Das ist dann gar nicht wahr. Was schreibt denn jetzt schon wieder?
Oh, stimmt, das war ja erst hier der. Vielleicht muss ich die Lichter erst deutlicher sehen oder was. Da hinten waren die Jäger, die irgendwo verunglückt sind. Durch irgendwas. Ja, da reflektiert nur irgendwas. Wird hier jetzt. Ja. Ich fahre aber noch ein bisschen weiter, mal gucken. Hier vielleicht. Mein Fehler. Hey Jungs, nicht so ein Stress, ja. Komm schon, Jungs, hört auf, so einen Stress zu schieben. Schießt keiner mehr. Das dürfte das Feuer sein. Ah, nee, das ist kein Feuer, das ist das Ding, wo ich das letzte Mal dran, oder das vorletzte Mal dran gestorben bin. Unglücklicherweise. Wo seid ihr denn? Hier irgendwo. Er ist tot. Zwischen den Bäumen war noch einer, der tot war. Oh shit, die sind. Dieses Scope hat so. Der erste Zoom ist schon so viel. You know, surviving. Corporal Stipe says he took samples from two of those root caps. That will help us assess the danger from alien microbes. Yep, you're welcome. But what about the alien aliens? You mean as a biothreat? It's certainly a concern. Although pathogenesis? It requires a certain, affinity. One that's attained after millions of years of coevolution. And soil-borne diseases? There's plenty of them, and very few are understood. Okay, I think I can see what you're getting at. Guess I'm taking R&R in quarantine. Thanks for the pep talk there, Doc. It's real appreciated. Out. Okay. Budwell, just got word from the LT. Guess what? The Livonians fixed the grid. There's power. Generators kicked in at the Lomnitsa substation. The electronics still won't work, but the actual AFR towers will. They're grounded, lightning protection. We can get a message to UCOM. How fucking copy? Over. Solid copy. All right. You got an RV? Over. Affirmativo. Kingsley's got a setup at the transmitter overlooking Camp Creston. Start moving. We'll meet you at the fork in the road below. Ditch the robot if you want. We are leaving. Out. Gehe ich gleich drauf. Okay, ich muss doch hin.
Habe ich das Ding überhaupt getroffen? Vermutlich nicht, ja. Und jetzt muss ich gehen, weil ich zu schwer bin. Was sagt mein Inventar eigentlich dazu? Komm schon, ich habe 2 Ammo Bells. Mehr habe ich doch nicht dabei. Eieiei. Na gut. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Garantiert. Oh, wie wär's mit einem Night Vision Scope? Das ist nicht ganz so aggressiv. Night Vision Scope. Weniger aggressiv. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Night Vision sollte nicht ganz so viel helfen wie Thermo, aber der Zoom ist halt nicht so abartig. Ah, hier links kommen gleich die oder waren die Jungs, die da abgeschmiert sind. Und da sind die anderen Jungs. Okay. Es ist immer noch ziemlich weit rangezoomt. Ups. Nah dran, Stimmen sind immer schlechter als irgendeiner, der aus der Ferne schießt. Vor allem nach 2 Schüssen aufhört. Nicht jetzt. Stand doch direkt neben mir, oder? Hinter mir sogar. Willst du mich jetzt... Okay, irgendwann schaffe ich das nochmal. You know, surviving. Corporal
General Stipe says he took samples from two of those root caps. That will help us assess the danger from alien microbes. Yep, you're welcome. But what about the alien aliens? You mean as a biothreat? It's certainly a concern, although pathogenesis, it requires a certain, affinity. One that's attained after millions of years of coevolution. And soil-borne diseases, there's plenty of them, and very few are understood. Okay, I think I can see what you're getting at. Guess I'm taking R&R in quarantine. Thanks for the pep talk there, Doc. It's real appreciated. Out. Redwell, just got word from the LT. Guess what? The Livonians fixed the grid. There's power! Generators kicked in at the Lomitza substation. The electronics still won't work, but the actual AFR towers will. They're grounded, lightning protection. We can get a message to UConn. How fucking copy? Over. Solid copy. All right. You got an RV? Over. Affirmativo. Kingsley's got a setup at the transmitter overlooking Camp Kresnik. Start moving. We'll meet you at the fork in the road below. Ditch the robot if you want. We are leaving. Out. Okay. Sau. Okay. Mich aufpassen, da sind welche die Straße hoch. Das Coole an Thermal Vision ist ja, dass die funktioniert, egal ob Licht da ist oder nicht. Von daher könnte es vielleicht sogar helfen, wenn ich Licht an habe. Aber so sieht man mehr, weil die sind, weil man das Licht eigentlich gar nicht braucht. Ist ja kein Nebel da oder sowas. Okay. Wo laufen die denn hin? Ach du. Oh, da. Oh, habe ich eine Zielscheibe auf meinem Kopf oder was? Ich habe doch jetzt gar nichts auf meinem Rücken geschnallt gehabt. Ich habe einen Silencer drauf. That will help us assess the danger from alien microbes. Yep, you're welcome. But what about the alien aliens? You mean as a biothreat? It's certainly a concern. Although pathogenesis, it requires a certain affinity. One that's attained after millions of years of coevolution. Okay. And foreign diseases. There's plenty of them. God damn it, vielleicht jetzt endlich. Ich könnte. Okay, I think I can see what you're getting at. Guess I'm taking R&R in quarantine. Thanks for the pep talk there, Doc. It's real appreciated. Out. Redwell, just got word from the LT. Guess what? The Livonians fixed the grid. There's power. Generators kicked in at the Lomitza substation. Electronics still won't work, but the actual AFR towers will. They're grounded, lightning protection. We can get a message to UConn. How fucking copy? Over. Solid copy. All right. You got an RV? Over. Affirmativo. Kingsley's got a setup at the transmitter overlooking Camp Kresnik. Start moving. We'll meet you at the fork in the road below. Ditch the robot if you want. We are leaving. Out.
Okay. Ja, wie gesagt, vielleicht dieses Mal. Aber ich verstehe nicht ganz, warum die sich so schnell verteilt haben, weil die haben nur gehört, wie ein LKW fährt und anhält. Mehr nicht. Eigentlich sollte das für die nicht genug Anhaltspunkt sein, dass ein, dass Gegner kommen, sondern einfach nur allgemein, dass ein LKW angehalten hat. Vor allem die meisten übersehen ja einfach, dass ich da, dass das nicht von innen ist. Dass das nicht zu den ihren Trupp gehört. Okay, dann steige ich halt hier aus. Leg mich bei einem Baum. Erste Panikreaktion. Okay. So, jetzt quatscht er auch nicht mehr. Ist noch einer gelaufen. Hey, mein Freund. Ein Schuss ins Knie. Tut hoffentlich weh genug. Gut, dann haben wir noch zwei, die rechts im Wald hocken. Vermutlich. Okay. Immer noch nicht speichern. Deswegen.
Okay. Reese. Das ist Sambo. Auf den Rücken packen. Oh, den Wissenschaftler wollte ich noch mal kurz gucken. Inventory. Ah ja, der hat die B90. Gas Mask. Oh, machen wir mal die Dreckschaufeln. Liegt das an der Gasmaske, dass ich jetzt wieder so das Bild wieder verzogen ist oder an irgendwas anderes? Ich nicht mehr kann? Okay, komm mal her. Was ist denn so schwer? Ist tatsächlich das Gewehr, was so schwer ist? Ich erwarte immer noch Schüsse von rechts. Aber diesmal scheine ich drum herum zu kommen. Danger Zone Exit. Okay. So, bis zur Kreuzung und dann rechts. Sollte eventuell bald kommen. Momentan sehe ich nichts Komisches, außer dass es da links ziemlich hell erleuchtet ist und ich bin mir nicht sicher. Save game, please. Wait, Danger Zone? Dum, dum, dum. Danger Zone. Doch keine Danger Zone. Ach, das Mondlicht ist so ein bisschen, das verwirrt ein wenig. Okay. Das Camp, wo ich schon war. Und das sind die Jungs mit dem Van. Ich dachte schon, das wäre ein weißer Bunker, aber... Jetzt kann ich mich wieder nicht bewegen. Doof gelaufen. Ach so, Jungs. 16 Mann Platz hinten drin. Ihr könnt mitkommen, wenn ihr wollt.